Hallo Florian, herzlich willkommen zu deinem ersten Video, zu deinem ersten Service-Video von dem Helikopter, von dem Chassis, oder von der Mechanik, die du mir geschickt hast. Es wird verbaut in eine Hughes 500E in der 800er Größe von der Firma Roban. Und der Inhalt des ersten Videos hier wird sein, was mir aufgefallen ist an der Mechanik oder an der Elektronik. Und was ich alles vorbereitet habe, um weiter an dem Helikopter arbeiten zu können. Und natürlich auch für dich, damit du weißt, dass es deinem Helikopter hier gut bei mir geht, sage ich jetzt mal so liebevoll. So, dann arbeite ich meinen Zettel wieder ab hier. Was habe ich alles vorbereitet? Was ist mir aufgefallen? Vorbereitet habe ich, wie du sehen kannst, ein Untergestell hier, damit er vernünftig auf dem Tisch steht. Damit ich auch, wenn die Einstellungen fertig sind, ich einen, zwei, drei Testflüge machen kann, ganz klar. Ich muss das recht hoch stellen, weil die Heckblätter sind sehr groß, sind sehr lang, die hauen mir sonst ins Gras rein. Deswegen sieht auch die Heckfinne, das ist die längste, die ich hatte, und die musste ich nochmal verlängern. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, hier mit so einem Aluminium-Pippel, damit die Heckblätter nicht hier in die Erde oder ins Gras hauen. Sieht gewöhnungsbedürftig aus, funktioniert aber hervorragend, vermute ich mal. Das ist das erste auf meinem Zettel. Dann werde ich dir jetzt noch einblenden als Bild, als Foto. Dein USB-Kabel, dein Link-Kabel zum V-Stabineo, das hatte hier einen sehr starken Knick und das habe ich dann ersetzt einfach mal. Ich habe noch geguckt in meiner Schublade, ich hatte noch eins da, ein Winkelstecker hier, eins mit Winkelstecker und natürlich etwas kürzer. Von der Länge her reicht es völlig aus, um dann später aus dem Helikopter an den Computer zu kommen und es ist nicht so gequetscht. Wenn ich das dran lassen soll, dann sag mir Bescheid, lasse ich es dir gerne dran. Oder du nimmst dein Originales wieder. Ich denke, dass es hier mit dem Winkelstecker doch eine saubere, bessere Arbeit ist. Gut, die Führung der Heckanlenkung ist mir hier aufgefallen. Haben wir auch darüber gesprochen, telefonisch schon. Die eine hier ist kaputt. Die ist auch ein bisschen lächerlich geworden, sage ich jetzt mal. Und ich wollte sie eigentlich erst ersetzen und eine neue bauen. Die ich bei Sully auch verbaut habe. Die Originalen hier oben, Loch rein und so weiter. Aber es ist auch nicht wirklich notwendig, denn es flutscht eigentlich ganz gut hier durch die lange Führung. Es ist ja eine Führungsstange, wie sie ja auch in den Flächenmodellen verbaut wird, bei dem Höhenruder bzw. beim Seitenruder. Da funktioniert das ja auch hervorragend, dieses System hier. Wie gesagt, es flutscht ganz gut, also es hakt nicht gar nichts. Und es ist ein Scale-Heli. Das heißt ja nicht, dass das Heck hier nach rechts und links geballert wird, sondern der wird ja ganz stilvoll oben in der Luft bewegt mit schönen Rundflügen und so weiter. Vielleicht mal ein Turn oder so. Und dafür reicht das völlig aus. Also, ergo, ich werde das so lassen, auch wenn das ein ganz kleiner Bogen hier gezeichnet wird durch die enge Führung und werde das hier festmachen. Der zweite Grund ist, weil ich nicht weiß, ob hier überhaupt genug Platz ist, um das einfach länger zu machen hier. Weiß ich nicht. Ich lasse es so und ich denke, damit fahren wir beide ganz gut. So, natürlich mache ich das hier noch vernünftig fest, ganz klar. Dann habe ich die Antriebswelle, die Heckantriebswelle hinten aus dem Rohr rausgezogen. Die beiden Gummiführungen, die Lagerblöcke, sind drin stecken geblieben. Da sagen wir nur, warum bleiben die da drin stecken? Wie du an dem Bild sehen kannst, ist das eine total vergriesgnadelt gewesen. Und das werde ich dir natürlich ersetzen. Des Weiteren werde ich, es ist ein 800er, zwei Lager, weiß ich nicht, ob das reicht. Ich werde einfach die Lager versetzen und werde noch ein drittes Lager hier irgendwo in der Mitte reinsetzen.
damit du hier drei Lager zur Verfügung hast und die Welle überhaupt keine Chance hat, sich irgendwo aufzuschaukeln durch Vibrationen oder sowas. Das werde ich noch tun. Habe ich alles schon hier. Das zu den Lagerblöcken. Dann denk nochmal bitte drüber nach, dass du das Kabel, die Kabellänge von dem Regler zu den Lipos ein bisschen kürzer hältst. Das sollte so kurz sein, wie es nur geht. Vom Regler zum Motor, das ist naja, fast egal. Wenn man die Wahl hat, welchen Weg mache ich denn länger, dann ist die Nummer 1 immer Regler, Motor, kann ruhig lang sein, aber die Stromversorgung, die Lipos zum Regler, so kurz wie es denn nur geht. Das eine Servokabel muss ich noch ein bisschen anders verlegen, strammer verlegen. Das schleift schon an der Mechanik her, an den einen Zahnrad. Das ist ganz gut hier mit dem Kleber, aber ich werde es nochmal ein bisschen straffer ziehen, muss ich. Und dann nochmal mit Kabelbinder fixieren. Nicht, dass es durchgerieben wird von dem Zahnrad. Und dann hilft dir auch keine Rettungsfunktion mehr, wenn das Servo ausfällt. Dann hast du mir mitgeschickt die wunderschönen Alu-Servohebel hier. Meine Frage ist, soll ich die ersetzen? Denn die schwarzen hier, die hier drauf sind aus Kunststoff, die sind recht gut. Sind völlig in Ordnung dafür. Die Information bräuchte ich noch, was ich hiermit machen soll. Es wäre schade, die Aluminiumhebel hier drauf zu setzen, weil man sieht sie nicht in der Use-Verkleidung hier. Meine Empfehlung ist, bau sie irgendwo hin, wo man sich dran des Blickes erfreuen kann, dass dort Alu-Servo-Hebel dran sind. Gib mir die Information noch, was ich hier tun soll. Alu-Servo-Hebel. So, Florian, das sind die ersten Informationen, die ich dir gebe mit diesem Service-Video zu deinem Helikopter, den du mir hier geschickt hast. Ich hoffe, du hattest Spaß dran und dann erwarte das zweite Video, da befasse ich mich dann nochmal mit dem Wuchten von den Rotorblättern, von den Hauptrotorblättern, von dem Heck natürlich, mit diesen riesig langen Heckblättern und das Einstellen des V-Stabi Neo und die Schalterbelegung von deiner DX18 bzw. meine DX9. Das übertragen wir dann ja auf deine DX18, was da klug ist, welchen Schalter mit welcher Funktion zu belegen. Okay, dann wünsche ich dir was. Bis dann, Florian. Tschüss.